Honestly, I wish it was handled earlier. I wish it were handled by another administration years ago. I'm not just talking about President Obama. I go back to any administration you want. But over the last 25 years, this should have been handled a long time ago, not now. This should not have been left for me to handle. But we will handle it. We're handling it well. And hopefully there'll be peace for North Korea, South Korea, Germany. I mean, everything is included. Japan, the Chancellor has been very helpful. Reparationsfragen werden durch Friedensvertrag erledigt. Was haben wir anstelle des Friedensvertrages, wenn ich das am Schluss noch sagen darf? Die Feinstaatenklausel. Ja, ich schließe immer an, das, was Herr Elders sagte. Die Feinstaatenklausel steht. Die ist in keiner Weise erledigt und obsolet. Und die besagt, solange Deutschland so ist, wie es sein soll, also im amerikanischen Sinne friedlich, ja, alles hinnehmend, protektoralistisch, gehorsam, unterwürfig, solange Deutschland so ist, geht man davon aus, Deutschland will den Zweiten Weltkrieg nicht weiterführen. Und also wenn wir genauso sind, wie wir nicht sein wollen, aber sein sollen, wie wir gezwungen werden. Wenn aber wir nicht so sind, und das entscheiden natürlich die Siegermächte völlig eigenmächtig, da gibt es keinen Rechtsschutz, nichts, da gilt die ganze UNO-Charta nicht, das ist alles Dogmatik, so ist die Rechtslage. Ja? Solange die Feindstaatenklausel in der UNO-Charta steht, dann da dürfen die Siegerstaaten, also auch Griechenland, gehört ja mit dazu, dürfen sie alle Mittel einsetzen, um Deutschland daran zu hindern, diese feindliche Politik fortzusetzen, also Atombomben. Und das ist der tiefere Grund, warum alle Politiker einknicken. Ja, das ist die Feindstaatenklausel meines Erachtens. Abgesehen von vielen Abhängigkeiten, die sich einfach ergeben aus dem Miteinander der Staats- und Regierungschefs und vielen anderen Aspekten gruppendynamischer Art. Das ist der tiefere Grund. Es ist nicht gelungen, vielleicht nicht einmal richtig versucht worden, im Zuge der Wiedervereinigung, die Feindstaatenklausel aus der Charta der Vereinten Nationen zu streichen. Nicht einmal die vier Großen haben verzichtet auf die Anwendung der Feindstaatenklausel und mit den anderen früheren Feindstaaten ist überhaupt gar kein Friedensvertrag oder Ähnliches geschlossen worden.